Hello, my friends. Also mir wurde von meinem Instagram-Algorithmus die ganze Zeit dieses Video reingespült und ich liebe dieses Kleid. Ich finde es urcool, aber ganz in Pink wäre es mir persönlich ein bisschen zu heftig. Aber ich hatte diesen Stoff, also den habe ich gesehen. Es war Reststoff, waren genau 2,20 Meter und ich habe mir gedacht, daraus kann ich das machen. Das kann ich schaffen aus diesem Satinstoff. Yay. So, ich habe dieses Oberteil von der Franzi bekommen, quasi, es ist jetzt ausgemistet und ich habe mir gedacht, ach, nicht weggeben oder aufs Fensterbank legen oder die Altkleidersammlung oder so, weil ich habe da so ein bisschen Potenzial gesehen in dem Ding, ja. Also generell finde ich den Stoff ganz süß und würde gerne was anderes draus machen, aber ich finde den Schnitt der Ärmel eigentlich super cool. Sorry, dass ich da gerade so schiele, aber ich schaue mich gerade hinter der Kamera im Spiel an. Also das Oberteil ist irgendwie weird, das ist irgendwie komisch geschnitten und es ist, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie seltsam. Aber der Schnitt des Ärmels finde ich lässig. Es ist genau passend für meinen Arm, finde ich. Ich finde diese kleine Rüschen da oben ganz cool. Und auch die Armkurve hier, wenn das ein bisschen mehr drinnen wäre, würde das eigentlich super passen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde es jetzt auseinandernehmen und zwar wirklich anständig auseinandernehmen, also mit Seam Ripping und alles. Und mir von dem Ärmel und von dieser Armkurve hier vorne und rück werde ich mir eine Schablone basteln, weil das könnte ich für andere Projekte gebrauchen und vor allem für das Projekt, das ich jetzt gerade vorhabe. Und dann werde ich das einfach zur Seite legen und irgendwann einmal einen Sommertop draus upcyclen aus dem Stoff. Aber eben jetzt erst einmal das Schnittmuster quasi anwenden, also diesen Teil. Genau, das ist der Plan, aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt in die Badewanne. Weil ich kann an einem Montag in der Früh. Will heißen, ich nehme das Ganze jetzt mal auseinander, aber davor markiere ich mir quasi, wo das Geraffte bei den Ärmeln anfängt. Und das sind übrigens 10 cm Raffung, falls es jemanden interessiert. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, das alles aufzutrennen, sonst ich habe es dann knappkantig abgeschnitten und habe einfach gehofft, das wird schon passen. Und genau, und dann habe ich mir nur markiert, wo vorne ist und wo hinten, aber theoretisch ist es immer Fukuhila, vorne kurz, hinten lang. Und dann habe ich eben den Rest auseinandergenommen, damit ich das Ganze tracen kann und ich habe natürlich das davor obviously gebügelt und so und vergessen, diese ganzen Markierungen zu übertragen. Also da oben habe ich da übertragen, wo die Raffung anfängt und so. Und wo vorne ist und bla und das habe ich dann ausgeschnitten. Yay, Ärmel war fertig. Den habe ich dann aus meinem wunderschönen Satinstoff ausgeschnitten. Und genau, mit Nahtzugabe. Wunderbar. Und dann habe ich hier den Rückteil, weil das ja rechts und links gleich ist, habe ich da einfach nur eine Seite kopiert davon. Und ja, das schaut dann so aus, wunderbar. Und das habe ich auch gleich im Bruch zugeschnitten. Also, ne? Und unten habe ich 6 cm einfach dazugezogen, weil bei dem, also das Oberteil ist ja die Raffung und sowas. Also das Schnittteil des Oberteils, so sorry, hört unter dem Boobs auf. Aber bei meinem Kleid möchte ich es ja in der Taille haben. Deshalb habe ich da einfach mal randomly 6 cm dazu getan. Später habe ich dann erfahren müssen, es war zu viel. Und hier schaue ich mir gerade an, wie weit das Ganze, dieses Bindeding eigentlich drüber geht. Und da habe ich festgestellt, es ist unter der anderen Brust. Und da habe ich mir gedacht, das sind sicher etwa 10 cm. Dementsprechend habe ich da jetzt 10 cm verlängert. Unten 6 cm dazu. Und dann da oben habe ich das dann einfach verbunden. So. Beautiful. So. Und so habe ich quasi meinen Schnittteil für vorne gemacht. Und natürlich oben, da dieses Dings der Wumms da ist für die Raffung. Genau. So schaut das Ganze aus. Und das habe ich dann auch aus Stoff ausgeschnitten. Das muss ich natürlich einzeln machen, weil das ist natürlich eine gegenwärtige, verkehrte Rumseite, was sie gespiegelt und so. Genau. Wunderbar. So, Oberteil, Ärmel und sowas, das sind jetzt ausgeschnitten. Jetzt muss ich den Rock machen. Und da wäre ich, was ich immer bei Wickelkleidern mache, weil damit komme ich eigentlich ganz gut klar, eigentlich immer nur einen Quarter Skirt machen. Also einen Vierteltäler Rock. Und da gibt es so ganz 1000 Milliarden gratis Rechner im Internet und da gebe ich das einfach ein. Oh, jetzt mein Taillenmaß, das wäre ich, was ist denn das zurzeit? 68 ist mein Taillenmaß und wir erinnern uns, ich habe ja da vorher 10 cm in die Richtung dazu genommen und weil das ist ja Wrap Top, also 10 cm oder 10 cm, und bei diesen 68 cm muss ich jetzt 20 dazu rechnen, sind 88. Das heißt, 88 ist das Maß, was ich jetzt in meinem tollen Calculator eingebe, damit ich dann meinen Tellerrock machen kann. Und was ich dann noch brauche, das brauche ich jetzt für den Calculator nicht, aber dann
ist die Länge des Rockes. Und das ist, wie man hier sieht, ich probiere das hier einzublenden, bei diesem Reel sieht man, dass es eine Seite länger ist und eine Seite kürzer und dann ja eh noch so ein Ruffle dran ist. Will heißen, wenn ich jetzt die kurze Seite mache, ich jetzt mal so, weil da kommt ja dann noch ein Ruffle dran. Das ist so etwa, machen wir 30 plus Ruffle auf der anderen Seite und dann hier, dann machen wir 50. Okay. Mehr braucht es eigentlich nicht. Also habe ich einfach Circle Skirt Calculator in Google eingegeben, dann durch das Quarter, Zentimeter und irgendeine Länge angeben. Aber wichtig ist vor allem dieses Maß, eben dadurch meine 88 rein. Lass mir das ausrechnen. Will heißen, 55 cm ist für mich wichtig, alles andere ist wurscht. Will heißen, ich habe hier meinen rechten Winkelstoff und da habe ich den 55 cm Radius zuerst ausgemessen. Und dann habe ich bei dieser Markierung, bei der einer Seite, mit 30 cm angefangen und habe mich dann weitergearbeitet zu 50 oder andersrum, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Also das ist eben mein 55 cm, wunderbar. Und da habe ich dann eben mit 30 begonnen und mit 50 begonnen und dann auf 30, wie man hier sieht. Und dann, genau. Dann habe ich hier mein Vorderteil und da das ja auf dem Bias ist, also super stretchy, weil das im 45 Grad Winkel zugeschnitten ist, habe ich das mit einer Bügeleinlage verstärkt und dann habe ich die Schulternähte geschlossen und die Seitennähte. Wunderbar. Und das einfach, ich tue das ganze Ding durch mit der Nähmaschine nähen und dann mit der Overlock nochmal extra versäubern. Und genau, das habe ich gemacht. Und so schaut das Ganze dann angezogen aus. Das schaut schon mal ganz gut aus, es sitzt ganz gut und es ist alles sehr locker. Und da habe ich mir schon gedacht, könnte ein bisschen lang werden. Aber ja, egal. Gut, dann habe ich da dieses Zwischenteil, was ich beim Ausschneiden übrig hatte, hergenommen. Da den genauen 45-Grad-Winkel ausgemessen und mir Schrägband gemacht quasi. Das habe ich dann zusammengenäht und eingeklappt, also einmal zusammengelegt und drüber gebügelt und es ist quasi dehnbar, weil es eben im 45-Grad-Winkel zugeschnitten ist. Und das tue ich jetzt den ganzen Ausschnitt entlang rechts auf rechts dran stecken und das tue ich mit ein bisschen Anzug, seht ihr das? Weil dann passiert euch nicht, dass der Ausschnitt nach außen klafft, sage ich jetzt einmal. Und so tue ich das mal einmal rumpinnen, damit ich das dann festnähen kann. Und da hilft wirklich Pinnen wahnsinnig. Vor allem aber diesen Kurven und so. Aber dieser Schrägbandtrick, den habe ich mal gemacht beim Schnittmuster, witzigerweise, bei einer der wenigen Schnittmuster, die ich jemals genäht habe, war das so und das habe ich übernommen, weil das ist einfach für mich die beste Art und Weise, solche Ausschnitte zu versäubern und dadurch einfach so die Kante entlang drüber nähen, dann mit der Overlock versäubern, dann klappe ich das Ganze um und werde es hier nochmal absteppen. Genau, also dann tue ich das alles so aufeinander stippen. Genau. Und da schön natürlich den Stoff schön glatt ziehen und sowas, dass da keine Bubbles oder sowas entstehen. Einmal entlang und das Ganze schaut dann so aus. Also ich finde das super neat und super sauber und es schaut nice aus und es klafft nicht nach außen. Also best ever. So, jetzt werde ich mal die Arme noch nicht machen. Ich werde es mit dem Rock weitermachen. Hier habe ich meinen Rock. Wunderbar. Dann tue ich erst einmal die Hälfte eruieren und dann mache ich hinten etwa bei einer Handbreit zwei Markierungen und zwar durch da kleine Abnäher machen, damit es hinten beim Arsch besser sitzt. Und die habe ich jetzt mal einfach so random gemacht, später habe ich sie dann nochmal verlängert. Und dann messe ich mir ein Viertel meiner Taille und mache mir hier nochmal eine Markierung, also von hinten ein Viertel meiner Taille bei beiden Seiten. Das wäre nämlich meine Seitennaht und die durchfaken, indem ich da einfach eine Naht reinnähe. Wunderbar. Und so hat man eine Seitennaht, die durch glatt bügeln. Und auf der anderen Seite, auf der längeren Seite, also wo der Rock länger ist, da mache ich wirklich einen ganzen Zentimeter, weil das tue ich dann aufschneiden, mit der Overlock versäubern und auseinanderbügeln. Da kommt dann später ein Loch ein für mein Windelteil. Wie ich das mache, zeige ich euch gleich. So, es ist schon ziemlich spät, es ist dunkel draußen, aber also ich habe jetzt ja das Oberteil fertig gemacht und dann habe ich den Radius-End-Part da, ich habe einen Pickel, diesen Radius-Dingsbums habe ich genommen als Vorlage für meine zweite Rüsche und die habe ich mir gedacht, sind 25 cm und eben dann habe ich mir das ganz oft ausgeschnitten aus meinem Reststoff und zusammengenäht und das habe ich jetzt so dran gelegt an meinen Rock, um etwa die richtige Länge zu eruieren. Genau, dementsprechend werde ich das jetzt rechts auf rechts dran nähen hier. Das ist mein Rock und das ist die Rüsche. Und genau, und das alles habe ich hier ganz normal rechts auf rechts zusammen genäht mit Overlock versäubert. Und ja, genau, also das klappe ich jetzt um,
dann rechts auf rechts drauf. Und ja, dann ist mein Rock eigentlich prinzipiell fast fertig. Also ich meine, ich muss mir versäubern und so, aber prinzipiell. Genau, ich habe das jetzt schon dran genäht und jetzt soll ich es nochmal absteppen. Also ich tue die Nahtzugabe auf den größeren Rockteil, also für den oberen quasi drauf, von oben drauf steppen, weil das macht das Ganze super knackig. So, oh mein Gott, ja. So, jetzt wird's langsam tough. Also langsam geht die Konzentration weg. Aber ich bin noch voll gut dabei. Also da ist jetzt mein Rock, der ist prinzipiell fertig. Der ist hier noch nicht versäubert und der ganze Saum ist auch nicht versäubert. Da liegen nur meine Ärmel, das ist mein Oberteil. Und die Streifen habe ich jetzt ausgeschnitten. Eine ist länger wie der andere, weil das sind meine Bindestreifen für mein Wrap-Dress. Das wäre ich einfach so ganz typisch, das in die Hälfte falten und so hier zusammennähen, dann nach außen drehen und quasi zwei Bänder machen. Und die werde ich dann am Rock anbringen. Und dann muss ich dann noch eine Öffnung machen. Aber ja, jetzt mache ich erstmal die Bänder und wir sehen uns dann wieder. Und eventuell esse ich noch was. Also, let's see. So schauen meine Bindeteile jetzt aus und das tue ich oben. Lasst natürlich genug Platz frei für Nahtzugabe. Dann tue ich das rechts auf rechts draufsteppen und dann tue ich die ganze Seite hier, die Seitenkante umknicken und absteppen. Ich habe das Ganze davor übrigens mit der Overlock versäubert, dass ich mich nur einmal umknicken muss quasi. Und dann drüber steppen und so ist das Ganze quasi doppelt gesichert. Also einmal, weil ich es ja selber festgenäht habe und einmal, weil ich nochmal die Kante umgesteppt habe und das finde ich einfach super, weil, wie schon gesagt, Doppelsicherung und dann franzt es weniger aus. Yay, yay. Genau, und jetzt kann ich endlich das Loch machen. Das heißt, ich lege mir das jetzt da drauf, oben natürlich Nahtzugabe mit berechnen und so breit ist quasi meine Schlaufe und dadurch jetzt ein Viereck drum nähen. Und ja, das schaut jetzt so aus und jetzt tue ich da drinnen einfach die Naht öffnen. Die ist natürlich vorne und hinten blockiert quasi, die wird dann stoppen, weil ich ja da drüber genäht habe. Will heißen, da habt ihr dann ein wunderschönes Loch, das innen versäubert ist und alles. Und da könnt ihr dann später das Bindeding durchziehen. So, ich habe jetzt den Rock angezogen und das schaut eigentlich schon mal ganz gut aus. Bis auf, dass ich hier hinten, ich weiß nicht, ob man das gerade sieht, ich habe hier hinten definitiv noch zu viel Stoff. Will heißen, ich werde diese Abnäher größer machen und auch länger. Genau, weil dann sind auch die Seitennähte wirklich an der Seite, aber die sind jetzt eben gerade nicht ganz auf der Seite, aber ansonsten, yay, das wird schon, Leute, das wird schon. Ich werde jetzt mein Oberteil einraffen und zwar von relativ weit drüben und ich werde einfach zweimal einfach eine Naht machen, die ich näht, verriegle mit einer ganz langen Stichlänge. Und dadurch, dass ich es nicht verriegelt habe, kann ich dran ziehen und dann rafft sich das Ganze. Ihr könntet das auch mit der Hand machen, aber wurscht. Und dann tue ich mich da ein bisschen durcharbeiten. Ich habe ja zum Beispiel meine Fake-Seitennaht und die Seitennaht von meinem Oberteil, die tue ich aufeinander pinnen und dann natürlich vorne. Und dann rüsche ich das so ein, dass das schön verteilt ist und so. Und das ist also, ja, das ist einfach mal, was ausschaut, ne? Und genau, und wenn das fertig ist, tue ich das Ganze dann zusammennähen. Aber davor anprobieren, Leute, ganz, ganz, ganz wichtig. So, meine Lieben, it's the next day und ich habe mir gerade Pickel ausgedrückt, also never mind. Ich dachte eigentlich, dass ich gestern Nacht fertig wäre, aber ja, irgendwie, ich habe halt dann Oberteil und Rock zusammengesteckt und da stimmt irgendwas nicht. Also es sitzt nicht hundertprozentig so, wie ich das will. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Einmal, dass ich das Oberteil zu lang gemacht habe, also diese 6 cm, die ich da dazu gerechnet habe, waren, glaube ich, zu viel. 4 hätten es auch getan, also es ist nicht viel, aber das lässt sich beheben, weil ich kann es ja einfach kurz machen. Und ich glaube, ich habe den Rock zu wenig, also der Umfang ist zu klein. Also ich glaube, die 10 cm, die ich da dazu gerechnet habe, sind einfach zu wenig. Also generell, also ich hätte einfach mehr nehmen sollen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil wenn ich zum Beispiel mein Oberteil kürzer mache, wird ja auch diese 10 cm noch kürzer. Ne? Und wenn ich den Rock quasi von oben her kürzer mache, dann wäre der ja, weil das ist ja ein Tellerrock, dann wäre der quasi weiter. Will heißen, wenn ich jetzt den Rock quasi auskorrigiere, dann habe ich ein Problem, wenn ich auch das Oberteil auskorrigiere, weil es geht quasi in genau die andere Richtung. Dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, ich mache zuerst mal die Ärmel ans Oberteil und schaue dann weiter, wie ich das mache. So, genau, also es ist nicht viel, aber seht ihr das, das müsste einfach mehr rüber, weil es ist schon,
relativ tricky mit dem Ausschnitt. Also wenn ich mich da ein bisschen bewege, würden die Boobs rausfallen. Und das könnte man einfach beheben, indem man das hier rüber setzt. Also wenn das einfach unter meiner Brust gehen würde und so, habe ich das eigentlich mit den 10 cm gemeint. Aber ja, und hier sieht man, also das ist schon sehr wobbly. Also da könnte man wirklich ein bisschen mehr, also ein bisschen was wegnehmen, hinten genauso. Aber an der Seite, witzigerweise, warte ich hier mal kurz den Arm. Das braucht schon, wenn ich dann Ärmel dran habe, das braucht schon, dass ich da den Arm heben kann. Also, ja, look, da ist schon Boob Action is coming. Okay, also ich werde jetzt erst einmal das wieder auseinandernehmen und dann das Oberteil fertig machen. Vielleicht werde ich das unten noch versäubern, wenn ich schon dabei bin, und dann gucke ich mir das nochmal an. Ich will gerade nicht. Verdrängung, it's the key. Boah, meine Haare. So, hier sind jetzt meine wunderschönen Ärmel und die tue ich jetzt erstmal, also da tue ich wieder so eine unverriegelte Naht machen, also zwei, damit ich das später dann einraffen kann. Aber davor tue ich noch die Seitennaht schließen, hier vorne versäubern und das schaut dann so aus. Wunderbar, also vorne habe ich noch nicht umgeschlagen, das habe ich jetzt einfach nur mal mit der Overlock versäubert. Und dann tue ich das Ganze hinein, rechts auf rechts, also die schönen Seiten küssen sich und ich tue das einfach mal die Naht auf Naht aufeinander stecken und dann tue ich mich dann nach oben weiterarbeiten. Und idealerweise ist die Markierung, die ihr quasi für die Raffung gemacht habt, überlappen sich dann so, ne? Die treffen sich dann, die küssen sich dann rechts und links und dann habt ihr halt natürlich ein bisschen zu viel Ärmelstoff, weil das muss man jetzt einraffen und da ziehe ich jetzt einfach an meiner Schnur, an meinen Faden, dann rafft sich das Ganze ein und das mache ich so lange, bis der Ärmel perfekt in das Loch reinpasst und dann stecke ich das noch fest mit ganz viel Sicherheitsnadeln, Stecknadeln hast du natürlich und dann kurz anprobieren oder sowas und dann natürlich drüber nähen und versäubern das Ganze und das hat relativ gut funktioniert, also auch wenn ich das abpause, habe ich jetzt nicht so super sauber gemacht, aber es hat dann schon funktioniert, ja. Und unten am Ende des Ärmels kommt dann noch so ein Gummi rein. Da habe ich einfach so einen Gummi, so einen ganz dünnen, schon zusammengenäht in der Größe, die ich haben will. Und dann tue ich das quasi fortlaufend dazwischen sandwichen. Das finde ich eigentlich praktischer, wie ein Loch lassen und reinfädeln und so. Man muss halt immer ein bisschen aus dem Weg schieben. Will heißen, ich tue das einfach einmal umknappen, weil ich habe das ja vorher schon versäubert und tue den Gummi dadurch einschließen und tue mich da einmal rumarbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut, solange ihr genug Space habt, so geht's einmal. Und genau, und dann müsst ihr kein Loch schließen oder sowas. Yay! Und dann haben wir schon den Gummi eingenäht, will heißen, die Ärmel sind jetzt prinzipiell fertig. So, ich habe jetzt beschlossen, dass ich da so ein bisschen was wegnehme, aber die zum Seitennähte quasi gleich lang lasse, aber hier vorne jeweils so eine Absteigung und hinten auch noch was weg. Und dann habe ich es nochmal zusammengesteckt, habe es quasi anprobiert, fand es gut und dann habe ich es zusammengenäht und versäubert. Dann habe ich da so Kleinigkeiten noch so abgesteppt, damit die nicht aufklappen und sowas. Und dann habe ich noch bei der Vorderseite da so ein paar Falten gelegt und da werde ich auch noch drüber nähen, weil ich das fand, dass das ganz cool ausschaut beim Rock. Das zeige ich euch gleich. Und das ist jetzt das Kleid. Juhu! Also es ist schon wahnsinnig ähnlich wie dieses Instagram-Kleid, aber vor allem der Rock ist ein Tick anders. Aber ich finde es so eigentlich auch cool. Ich mag, dass diese Raffungen vorne, also diese Falten, die ich gelegt habe beim Rock, die ziehen ihn dadurch ein bisschen schön nach oben und das mag ich. Ich finde den Stoff super angenehm, Leute. Der ist so angenehm. Das ist so ein Satin aus Viskose. Love it. Love it. Und ja, ich bin echt happy. Ich bin so froh, dass ich das ein paar Mal, also umeinander gesteckt habe, um rauszufinden, was ich am Oberteil ändern muss, damit das gut sitzt, weil jetzt sitzt es halt wirklich lässig. Also ich kann alles mitmachen mit dem Kleid. Ich habe wirklich ja alles probiert, ob das alles funktioniert. Also ich kann Sachen vom Boden aufheben, ohne dass meine Brüste rausfallen und solche Geschichten. Ich kann auch die Arme oben umeinander schwenken, ohne dass ich irgendwas langzieht. Keine Naht ist gespannt. Also es ist richtig gut geworden, finde ich. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich dachte, ich kann das in einem Tag machen, habe aber 3 dafür gebraucht. Also nur so zur Info. Oh je. Aber ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ah ja, 2,2 Meter waren es.